Diese Versicherungsmakler, Jasmin. Die Versicherungsmakler. Schon wieder. Ja, die wirst du nicht los. Kaum wissen die, dass du eine Immobilie hast, ne? Da kommen die ständig vorbeigeschlichen. Ich sag dir das. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, Jasmin ist mit dabei, natürlich. Ja, hallo. Ja, Jasmin, was soll ich hier sagen zu deiner Ernte, ja? Also dein Mais, den du angebaut hast, symbolisch steht der für die Fruchtbarkeit unseres Bodens. Die Apokalypse ist gesichert, ganze Völker können wir ernähren. Du hast halt einen grünen Daumen. Hast du gleich einkalkuliert, dass du daneben auch einsetzen kannst, weil du hast jetzt... Ja, ich versuche jetzt hier gerade was. Okay, ich meine ja nur. Ich kriege das gerade irgendwie nicht. Jo. Ah, jetzt warte mal. Sagen, wir machen davon jetzt nochmal 30. Das erste. Nein, scheiße. Jasmin, bitte. Ich möchte so eine Schandwörter wie Nein hier nicht hören. Kacke. Ach Mann, hey, komm, hör doch auf! Wo ist der Leiter? Ist der bei dir oder was? Ja, ich sehe nix. Oha, ja, das ist, ja, das ist, semi-gut, dass die das können. Was denn? Gar nichts. Ich habe denen hier keine Treppe gebaut. Na du, toll. Jasmin, bitte, ich hab doch alles, ne, ich bedenk doch alles. Aber die gehen mir schon hart auf in Nille, ne? Mensch, ist Kinos. Herr Makler. Die können wir ja tatsächlich schon bauen, ne? Nur leider nicht in der Masse. Wir müssen jetzt ganz leise einen Baum hacken. Ja, mach mal. So geht Holzdiebstahl. Gut, jetzt sehe ich nicht so hin, wie ich das gerne will. Okay, das hat er nicht gehört. So, warte, bevor ich den vergesse. Ja, so ist das nicht. Thank you.
muss ja meine Taschen auch noch entleeren. 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 Ist jetzt nicht so viel. Hier liegt schon wieder Schrott auf der Straße, Jasmin. Schrot? Schrot. So. Ich werde bestimmt an diesen Spike sterben. Meinst? Ja, ich bin optimistisch. Ah, nee, brauche ich ja gar nicht. Eine Fackel hätte ich gerne. So, was kann ich denn hier noch aussortieren? Was habe ich denn noch? Das ist über... Da ist nichts dabei. So. So, so. Wäre das auch schon mal gesichert. Den habe ich reingesetzt, ne? Ja. Das nicht zwischensetzen, ey. Was sagst du? Ich rede mit mir selbst. Falls du nur offen eine fachkundige Meinung haben möchtest, ich bin hier, ne? Werde ich dich nicht fragen. Wenn du mich brauchst. So, das kann eigentlich mit zum Messing. Ich glaube, ich auch ohne deine Hilfe irgendwann hin. Wird wie ein Schmelzofen haben. Ne, eine Schmiede. Können wir eigentlich gleich fertig machen? Rezepte. Ach ja, wie verfahren wir denn jetzt weiter? Wieso? Inwiefern? Was meinst du? Naja, wegen, ich brauche nochmal Licht. Wegen, was? Genau, das gleiche habe ich mir auch gedacht. Ach, wir sind uns so einig. Bestimmt gleich. Ob das eine gute Idee ist? Was zu sterben? Was? Nö, 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 nö. Ich habe einen Plan. Oh nee. Wenn du schon so anfängst, dann lass es einfach bitte. Und du bist irgendwie nicht sehr zuversichtlich in meinen Angelegenheiten. Nöp.
Mann, diese Kackecke da. Du solltest mir öfter vertrauen, Jasmin. Nö. Perfekt. Das ist mal anders her. Was meinst du, wie lange brauchen Zombies, bis die respawnen? Keine Ahnung. Ich bin gerade im Keller unterwegs, weißt du? Guck mich mal so ein bisschen um hier, ne, was hier so an Gerümpel rumliegt. Oh, Gammelfleisch. Lecker. Da muss ich immer an dich denken. An mich? Was? Was? Jasmin, bitte. Ist mein Headset leiser oder Spiel oder so? Ey, warum? Bist du leise? Rede mal normal. Ich rede doch. Rede mal lauter. Okay, ich hab dich gehört. Ja, ja, ich hab dich gehört. Alles gut. Sicher oder soll ich nochmal? Nö. Geht schon. Das steckt nur an. Was ich auch cool finde, ist, wenn du den Kühlschrank geplündert hast oder den Herd, die gehen dann auf. Das ist auch ein geiles Detail. Oh, ich habe dir noch was mitgebracht. Ah. Das ist ja praktisch. Wir haben einen Automaten unter der Bude. Ja, ich sag ja, da ist bestimmt noch was Cooles. Krieg ich jetzt hier Besuch? Ich hoffe. Macht die Spott. Ich habe hier aber auch hart zu kämpfen. Ich stelle mich gerade einer ganzen Horde, Jasmin. Falls ich nicht zurückkomme. Ich möchte nur, dass du weißt, es ist deine Schuld. Ja, immer. Das ist jetzt nicht so geil, aber schon cool. Sehe ich doch schick drin aus. Oh ja, das passt mir. Ja, passt es dir? Ich bin ganz zufrieden mit meiner Ausbeute. Oh Gott. Und er schreit wiederum. Ich habe mich dezent erschrocken. Hast du das etwa mitbekommen?
gut, weil ich habe versucht, das weitestgehend für mich zu behalten. Ja. Hat richtig gut geklappt. Oh, ich habe ein Messer. Ich versuche hier diese eine Ecke zuzukriegen, aber irgendwie bin ich zu blöd hier, ey. Ja. Ja, komm. Komm wieder hoch. Komm, lass uns vertragen. Ja. Wir wollen Freunde sein. Was soll das jetzt heißen? Ich biete ihm meine Freundschaft an, er geht weg. Jetzt bin ich aber sauer. Ich bin dein Freund. Mal lieber mit dir befreundet sein. Möglicherweise der Rocker. Das Einhorn. Ich glaube schon, dass wir Freunde werden. Wir spielen gerade Fang. Ja. Ja, ich habe ihn sogar so lustige Antennen gebastelt. Oh. Ich glaube, er ist müde vom ganzen Spielen. Er schläft jetzt. Na denn. So weit droppt er. Oh Gottes Willen. Das war ja brutal. Ja, ist nichts passiert. Aber es ist recht ruhig hier, ne? Mit dem Dach müssen wir dann noch mal irgendwann gucken hier. Oh Gott, ich dachte, das wäre ein Toter. Also ich meine, ja, er ist tot, aber... Ich dachte, der wäre richtig tot. Musik! Bei dir? Ja. Oh, ich habe noch ein Pfeil. Und der ging auch noch daneben. Alles easy bis jetzt. Er hat mich geschlagen, Jasmin. Völlig grundlos. Kannst du dir das vorstellen? Nee. Dafür habe ich ihn erstmal einen neuen Scheitel gezogen. Der sieht doch ganz fresh aus. Fresh. Fresh. Ja, so ja nun nicht, ne? Alter, hier ist so viel Müll. Streikt die Müllabfuhr gerade? Ja. Was ist das? Bauplan Fahrzeugreservetank-Mod. Habe ich gelernt? Zwitschern voll schön. Im Spiel? Nein. Aus. Böser Zombie.
Böse, böse, böse. Hier ist so eine richtige unterirdische Höhle. Also, es gibt ja keine oberirdischen Höhlen, aber hier ist so ein richtiges Höhlensystem. So unten oder was? Ganz unten? Ja. Ah, das hat er gehört. War ja klar. Wieso habe ich denn jetzt so gruselige Musik? Ich weiß nicht. Kommen hier noch mehr? Also ich höre auf jeden Fall noch was. Ja. Komm mal hier, Jungschen. Wieso sprintet denn der? Ich habe keine Ausdauer. Oh nein, ich verblute jetzt nicht, oder? Oh, echt jetzt? Das werden wir gleich sehen. Ich habe noch 8 Sekunden und ich habe nichts, um mich zu verbinden. Verband, Verband, Verband. Verband. Fertigen. Okay, ich bin nicht verblutet. Den möchte ich da haben, für den Fall der Fälle. Aber weißt du, was ich diesmal auch kaum finde? Na? Nähsets. Eins habe ich schon. Ja, eins hatte ich auch einst. 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 Einst hatte ich eins. Oh, ich bin infiziert. Haben wir noch Honig? Also ich höre hier auch noch gut Zombies. Ja. Oh, ein Bücherregal. Erdbohrer. Das wär's. Oh, ich kann jetzt Sprengstoffe herstellen. Aber wir haben noch kein Schwarzpulver, ne? Also Schießpulver. Doch. Ich habe auch ein Wildbret einfach gefunden, aber ich musste den leider gleich essen. Ja. Macht nichts. Ich bin jetzt in der Kanalisation. Echt? Ja. Der richtigen Lauf war gerade. Richtig, wo Kacke und so lang fließt. Normalerweise. Ist aber lecker. Trocken. Ich gehe mal davon aus, dass in letzter Zeit hier selten Toiletten benutzt wurden. Kannst du davon ausgehen. Oh, der war nicht gut. So. Den habe ich aber gezeigt hier. Den musste ich erstmal weiß machen, wer hier der Chef ist. Oh, ich habe einen Pinsel. Bin schon wieder 9 überladen. Oh, ich habe einen. Buch, aber ich kann nicht mir das durchlesen.
Ja, Fahrzeug werde ich ja wahrscheinlich wieder bauen, ne? Fahrräder kann ich schon. Wahrscheinlich. Der ist auch noch unberührt. Farbe habe ich auch. Oh, das läuft ja. Noch mehr Farbe. Jasmin, wir können jetzt endlich unser Haus streichen. Nach 75 Jahren haben wir es endlich geschafft. Ich bin in einem recht großen Haus. Oh. Gottes Willen. Hier ist aber ein Krach. Irgendwie ist das hier ein bisschen doof. Das hört sich gerade an, als ob die herkommen. Ohne Handtasche. Brauchst du noch eine? Mm-mm. Oh. Hätte ich die aber mitgebracht, ne? Wie viele Pfeile kann ich machen? Steinfeuermunition. 17. Das wohl doch nicht, wa? Rohrbomben kann ich herstellen. Rohrbomben. Moment, Jasmin, ich muss mich konzentrieren. Ich auch, aber ich krieg's ja nicht hin. Was ich will. Also es hört sich echt brutal an hier, aber... es hält sich in Grenzen. Sagen wir's mal so. Bereiten wir uns eigentlich auch auf Tag 7 vor? Ich meine, wir sind jetzt Tag 3. Ja, ich versuche ja hier schon alles ein bisschen stabil zu machen. Achso, stabil. Mir ist duselig am Kopf. Irgendwie klappt das nicht. Ah, da ist er ja. Solange sie noch schläft, ne? Die ist ja noch nicht geweckt worden. Wunderbar. Hier haben wir noch ein bisschen Müll. Oh, Klebeband. Alter, irgendwer flippt hier richtig aus. Irgendwer kloppt hier so gegen. Ah ja, klar. Versicherungsvertreter. Wer auch sonst. So aufdringlich. Ha? Das kann ja nur er sein. Wir konnten aber unsere Differenzen jetzt beiseite legen. Na dann ist ja gut. Ja, ich konnte es klären. Ich habe gesagt, hey, ist eigentlich gar nicht mein Haus. Wir sind da eingebrochen. Da war alles gut.
glaube, ich habe gerade wieder auf mich aufmerksam gemacht. Na denn. Alles gut, das ist ein Kind. Der spielt. Du wirst gleich sehen, wie der spielt mit dem. Ich habe ihn hier hinterm Schrank versteckt. Also, das dauert, bis die Eltern sehen, was ich da gemacht habe. Alter, die Hütte ist... Oh, hi! Moin. Hier drüben. Ja, ihr habt dich schon gesehen. Ach, die Muss Hütte ist das. Ich habe jetzt gedacht, das ist das gelbe Haus oder so. Ja, das wird nix. Aber dann war ja der geile Hauptblut bei uns. Müssen wir auf jeden Fall alles noch neu machen, hey. Aber hier drüben war ich nicht oben, ne? Nur so gemacht einmal. Damit das zu ist. Ah. Das ist ja kacke hier mit dem Dach. Immer noch auf? Ach, leck mich doch, ey. Was denn? Geht nicht zu? Ja, ich kann das nicht. Das sieht doch voll scheiße aus. Ah, ich komm gleich, ne? Ich muss mal eben hier Baum fällen, du. Männerarbeit. Testosteron. Ich hab keine Ausdauer. Ich hab auch keine Ausdauer. Ich will jetzt einmal das nochmal wegmachen und dann die Seite da wegnehmen und dann ruck gerade hoch. Dann müsste es gehen. Witzen. So. Einer geht noch, ne? Schick. Das ist wunderschön, Jasmin. Diese Pilze hier an der Wand. Ach so, ich weiß schon, wo dir der Schuh drückt. Ja, ich will hier die Seite hier wegnehmen, das geht auch. Und dann gehe ich gerade hoch. Hä, du musst doch die Dachschräge wegnehmen. Alter, gerade gesagt. Ja, aber du haust die Decke kaputt. Ja, sonst kommt mir das doch gleich runter. Sonst knallt das doch auf mich drauf. Ich bin da nicht so wie du. Was willst du denn damit sagen? Ja. Das verstehe ich nicht. Ich weiß. Nicht das Einzige, was du nicht verstehst. Bitte? Ich habe noch was für dich, wenn du Zeit hast. Glatt war alles an Munition. Ah, nee. Schön. So, hast du Zeit? Hier, bitte schön. Liegt hier. Wunderbar. Die mal machen. Ich war's nicht. Was? Was? Oh, ich habe keine kleinen Steine mehr.
Kann ja nichts mehr reparieren von mir, ey. Mir bin mir schon alles Schrott. Weil ich nicht rausgehe. Weil ich hier erstmal baue. Ja, kannst du ja nach und nach Sachen nehmen. Ich will das erstmal zu haben hier. Ich fülle ja gerade auf. Da, den wollte ich. Falsche Richtung. So, wollen wir mal einen tiefer und dann gucken wir uns mal die Kisten an. Was haben wir denn hier? So. Ja, ich habe eigentlich kein Gewehr, ne? Boah, hier musst du aber noch ein Geländer machen, sonst fliege ich da bestimmt bald runter. Ja, da sollten wir wirklich ein Geländer hinsetzen. So, noch eine Truhe. Ups. Ein paar Fallen müssten wir eigentlich auch nach draußen machen. So, für die Schmiede brauchen wir Arbeitsstation Level 5. Arbeitsstation. Falsch. Na genau. Ah. Das ist alles Schrott von mir. Ich könnte es bauen, aber ich kann es nicht bauen. Oh, ich habe keine Ausdauer, das nervt. Nervt! Kann ich? Quatsch, das kann ich nicht so bauen. Warte mal, ich muss mal hier eben. Drei Kleber, sechs Rohr. Sechs. Na, immerhin. Na, immerhin. Ich dachte, ich brauche dafür die Werkbank. Hui. Da ist Leben drin, Mensch, geh mal weg. Oh, falsch. Kann ich noch eins bauen? 6 und 3. Wir aasen auch wieder mit unserem Material, Jasmin. Hier, komm mal her. Was denn? Ja, wow, danke, danke. Ja, bitte sehr schön, nett von dir. Bitte schön. Ja, High Five. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Achso, Schmiede, ja genau. Wovon ist denn die abhängig hier? Ich möchte gerne die Schmiede. Wieso ist denn das jetzt dunkel? Das ist doch 9 Uhr. Ah, wolkig? Regen.
ewig her. Geil, weil wenn man die Gläser rausstellen könnte und die dann volllaufen, so bei Regen. Ja, es gibt einen Tausammler. Mhm. Den kann man bauen. Damit kann man Wasser sammeln. Ja, ist mir bewusst. Bei einem Tausammler. Naja, der hätte ja auch Tau sammeln können. Also hier diese dicken Seile von Segelschiffen, weißt du? Ja, ich heiß nicht Patrick. Hä? Ich raff das jetzt nicht. Weißt du, raffst so einiges. Nein, ich kann. Also, Schmiede sagt, ich soll Arbeits. Arbeitsstation Level 5 brauche ich, um die Schmiede herzustellen, also freizuschalten. Mhm. Ja. Aber ich. Ich finde das nicht beim Punkte investieren. Ist das, muss ich ein Buch finden? Ich gehe einmal durch. Nö. Sterbe, glaube ich, gleich. Woran? Hunger. Oben ist noch ein Kuchen drinne. Eine Kiste. Ja, egal. Sterbe so oder so. Arbeitsstation. Oh Gott. Wertigkeit 2 von 5. Den Tausammler könnten wir bauen. Wir brauchen aber noch den Wasserfilter. Arbeitsstation. Schmiede. Schmiede ist noch nicht frei. Durch das Lesen von Fortschritten. Forge Head brauche ich. Welche Bücher habe ich dir denn immer gegeben? Keine Ahnung. Ja, Schmiede dauert noch ein bisschen. Und Patronen. Werkbank. Und Werkbank? Arbeitsstation Stufe. Okay. Und ein Fahrrad. Zwei Räder. Das will ich auch noch nicht und das kann ich ja nicht herstellen, weil das Fahrradfahrwerk. Fahrzeuge Stufe 5. Boah. Hä? Okay. Aber das Spiel fordert. Wieso ist das so dunkel hier drinne?
Weil die Fackel bei mir ist wahrscheinlich. Ach, da oben. So, ein Geländer, sagst du, ja? Wäre ganz gut. Der da. Der muss weg. Jasmin, der muss weichen. Ich habe keinen Stein. So, wie weit gehen wir denn letztendlich nach vorne? Weil wir müssen ja auch runterschießen. Könnte so aber eigentlich schon passen, ne? Zum kleinen Balkon hier, zum... Eigentlich... Eigentlich... Oi. So. Oh, ich habe immer noch Kopfschmerzen. Ah, ich bin ja infiziert. Wir haben keinen Honig, ne? Bitte nicht. Nö. Ich werde jämmerlich sterben. Ich sehe schon kommen. Der muss gar nicht weg, weil eigentlich passt das. Was ist das da? Stein, 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 Stein. So. Das ist schon wieder das ganze Ding. Hä? Aber hält das denn noch? Bei mir? Nee, bei mir. Ist auch nur 1, 2, 3. Eigentlich muss das halten. Warte, dann machen wir nochmal Baublock.
der soll es sein. Muss ich ja die Schräge hier auch noch wegnehmen vom Dach, wa? Die Schräge vom Dach? Ja, die hier. Das Dach. Ja. Jetzt kann ich nicht da nichts drunter setzen. Können wir da nicht mehr drunter schießen, ne? Ja, wir lassen das erstmal. Ist ja, das hier ist ja Provisorium, ne? Und ja, später was Eigenes, was Geiles. Aber es sollte halten. Wir hoffen das Beste, Jasmin. So. Also muss ich das Dach jetzt noch wegnehmen hier, oder was die? Die Schräge, wenn du dazu haben willst. So. Wäre sehr schön. Und dann können wir hier gleich nochmal... drei Wässerchen herstellen, Jasmin. Drei wunderschöne Wässerchen. Ja? Ja. Wässerchen? Oh. Boah, selbst mein Trinken ist schon voll warm. Und hat halt eine andere Höhe, ne? So. Gut. Ah. Jasmin, ich brauch Holz. Ich verdurste gleich, ehrlich jetzt. Schon wieder? Nee, eben war verhungern. So. Gewitter! Boah, ist das warm hier bei uns oben. Ah, jetzt wird doch schon mal ein Schuh draus hier. Hä? Was für ein Schuh? Ich denke, du bist ein Dachmann. So werde ich Hintergang. Zack, Zalando-Bestellung. Zalando? Zalando. Was ist ein Zalando? Ist das nicht hier dieser Schuhverkäufer im Internet? Zalando. Zalando. Könnte auch so ein Salatdressing sein. Hier ist lila, dann ist meine Pflanze noch zu hoch oder was? Liegt an der Pflanze denn? Ja, die Pflanze ist schuld. Ne? Nee, weil die da hoch geht. Ich weiß es nicht. Ich kann dir das tatsächlich nicht sagen. Oh,
machen. Ah, immer liegt hier der ganze Schrott im Weg doch. Da kriege ich eins zu viel, da wirst du ja deppert. Ich sterbe gleich, gleich bin ich weg. Weg.de. So, können wir den noch draufsetzen und den hier nicht mehr. Gut. Ich bräuchte noch mal Holz. Ach, wir haben ja Tag. Bei dem Dreckswetter dachte ich vielleicht, wir haben Nacht. Ich bin jetzt im Cobblestone Clearing, Jasmin. Und Hussa! Die Sonne kommt, die Sonne kommt. Oh, ein Trockengewitter. So, was wir jetzt hier schon länger nicht mehr hatten, sind Baumstümpfe. Stümpfe? Ja, wegen Honig. Na los. So. Mache ich das noch schnell fertig und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal auf Tour. Oh, ich bin Level 8, Jasmin. Ja. Ja. So soll es sein. So nicht anders. So. Ich habe schon wieder kein Holz mehr. Dieses leidige Thema Holz. Oh. Ja, Schizophrenie in der Tierwelt. Ein halbes Hähnchen berichtet. Das muss ein Zeichen sein. Mach keinen Quatsch, ich bin hier am Arbeiten. Guck mal hier.
So, ey, nicht auf die Straße legen, wenn da ein Auto kommt. Alter, das ist gefährlich. Ja, zack, einmal umgedreht. Das ist schon geschehen. Ich hab ihn gewarnt. Ich hab ihn gewarnt. Ich hab ihn gewarnt. Aber nur, weil ich dumm bin. Ja. Hm? Nix. Ja, du kannst mir doch ruhig recht geben. Lass mich doch einmal im Leben recht haben. Aha, komm schon, Baum. Baum fällt! Dann sieht das irgendwann auch wieder schick aus. Ich habe mal ein paar Bäume gepflanzt im Blumenbeet. Da, 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 da. Oh nein, ich hab's falsch gemacht. Wie hast du's denn gemacht? Nee, ich hab Bäume im Blumenbeet gepflanzt. Jasmin, im Blumenbeet. Beet. Hä? Verstehst du? Beet, Beet, Beet. Blumenbeet. Oh, ich hab schon wieder Durst. Aber dann müsste der... Der... Und dann könnte man den, ne? Meine Synapsen sind absolut überfordert. Nee, so wollte ich das eigentlich nicht haben. Wolltest du das nicht haben? Nee, nicht so. Verflixt und zugenäht noch eins. Dann muss ich hier den ganzen Schmarrn wieder abreißen, Jasmin. Mach mal. Kannst dir das vorstellen? Ey, Jasmin. Ich habe das Gefühl, ein Abgrund tut sich vor uns auf. Abgrund. Wenn wir den jetzt nochmal kopieren würden. Ah. Oh. Aha. Oben schmaler. Theoretisch. Ich hab kein Holz, ich hab kein Holz. Und Durst. Oh. Herrlich. So, wir haben jetzt 52
Beef, ne? Hm? 52 Fleisch haben wir. Wenn wir jetzt noch einen Stift und einen Zettel haben, dann können wir Beef anzetteln. Oh Gott, ey. So, aber das war's auf jeden Fall für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.